Das Frankfurter Oktoberfest auf Rhein-Main-TV wird Ihnen präsentiert von BMW Euler und Elements von der Erhard KG. Ich habe wieder einen sehr, sehr interessanten Gast neben mir, nämlich Bernd Breiter, der Chef vom Workladder und Big City Meet sitzt neben mir. Hallo Bernd, alles gut bei dir? Hallo Johnny, hier, alles prima bei dir? Auch gut. Der Wahnsinn ist ja im Oktoberfest anzutreffen. Du bist ja sonst auf House- und Festival-Events. Und hier, magst du das überhaupt? Das ist deine Kategorie? Also ich war jetzt wirklich am Samstag in Paris, gestern und vorgestern in Ibiza und wir sind gerade erst hergekommen. Wir sind eingeladen worden. Aber ich meine, das Oktoberfest gehört jetzt hier so in Frankfurt ja auch ein bisschen dazu mit der World Club Dome. Von daher sehr gerne. Ja, ihr seid ja quasi Nachbarn hier mit euren Veranstaltungsplätzen. Du und der Commerzbank B hier direkt daneben. Sehr cool. Im Grunde genommen ist das hier unser Parkplatz im World Club Dome auch. Ja, genau. Und du bist auch so ein heißiger Plan für den World Club Dome 2017? Naja, nach dem World Club Dome ist vor dem World Club Dome. Jetzt geht's los und klar, die Künstler sind mal anfragen. Wir machen schöne neue Sachen. Haben den Pool wieder mit dabei und. Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und was steht jetzt demnächst an? Das ist wieder. Ja, wir haben jetzt im November haben wir den World Club Dome Winter Edition auf Schalke. Da gehen wir aus Frankfurt weg, aus meiner Heimatstadt. Aber läuft sehr gut. Dann haben wir nächstes Jahr wieder den Geburtstag in der Festhalle. Du kennst ihn. Dann haben wir ein Schiff, das durchs Mittelmeer fährt. Genau. Und danach ist dann der World Cup Dome wieder. Was erwartet einen denn auf so einem Schiff? Das ist ja Wahnsinn. Da ist dann 24 Stunden Party oder wie? Vielleicht 23 Stunden, vielleicht 25, je nachdem. Aber du hast 7 Dancefloors. Wir fahren Mallorca, Barcelona, okay. Ibiza, Mallorca. 5 Tage. Und da kommen dann so allerhand großartige DJ an Bord. Robin Schulz ist komplett mit dabei und. Und na, es wird schon halt, wir stehen dann in Barcelona. Machen dann eine Party, dann kommen wir weiter nach Ibiza, stehen dort den ganzen Tag, machen da eine Party und fahren wieder durch die Nacht dann. Also hammermäßig. Wahnsinn! Wie viele Leute passen denn auf so ein Schiff? 2000. Hat der Vorverkauf schon gestartet, oder? Ja, hat er. Waren 3 Stunden Ausverkauf. Ja. Ganz gut gelaufen. Sehr gut. Ja. Und du bist ein Oktoberfest-Fan auch mit Bier und der Musik und so? Feierst du da richtig mit oder bist du jetzt einfach mal... Bier? Ja. Ja, klar. Ja, wenn du ein Stück von dem Bier trinkst, dann... Nein, aber ich mag das hier sehr. Okay. Treiben lassen, mal nichts machen. Ja. Wobei, ein bisschen fehlt mir die DJ-Musik auch, ne? Da könnte so in einer Stunde so eine kleine Einlage mal kommen. Haben sie sogar letztes Mal, da sind die hier voll abgegangen und dann wieder... Nein. Ja, nein. Ganz cool. Ganz dann hoffen wir mal, dass es heute kommt hier. Mensch, kleine World Club Dome Einlage. Ja. Sehr schön. Dann hat es mich riesig gefreut, dich hier beim Oktoberfest begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, ich sehe es nochmal wieder. Und willst du noch? Meine ich habe gesagt, dass es mich sehr gefreut hat, dich hier beim Oktoberfest zu sehen. Und hoffe, dass du viel Spaß noch hast. Und viel Erfolg weiterhin. Die Stimmung ist schon wieder top. Und neben mir sitzt jetzt gerade Michael Groß, der Schwimmmeister. Hallo. Genau, hallo. Alles gut bei dir? Ja, super. Wie kommt es denn, dass du dir genau heute den Tag ausgesucht hast und heute hier bist? Ja, wegen Micky Krause. Da rockt immer die Halle hier oder das Zelt. Das ist echt gut. Singst du auch fleißig mit? Ja, soweit ich die Texte kenne. Ich bin ja nicht so textsicher bei Micky Krause, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Aber das lernt man ja schnell. Das stimmt. Seit wann schwimmst du eigentlich noch privat oder seit wann schwimmst du denn eigentlich nicht mehr? Na, leistungssportmäßig schon seit über 25 Jahren. Ansonsten privat halt im See oder im Meer, im Urlaub, wie die meisten auch. Wahnsinn, das ist für mich schon so eine lange Zeit. Es ist älter, als ich bin sozusagen. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal Gold gewonnen hast? Was war das für ein Gefühl? Ja, schön. Einfach schön. Das ist nichts toll, nichts Besonderes, einfach nur schön. Einfach nur, man muss den Augenblick genießen. Da denkt man an nichts anderes. Und wenn man so häufig Gold gewinnt, ist es dann immer noch was Schönes? Oder denkt man, ja? Ja, kann man sich nicht dran gewöhnen. Sehr schön. Es gibt halt einige Sachen im Leben, da gewöhnt man sich im positiven Sinne dran. Kann man immer wieder neu erleben. Und schaust du trotzdem noch Olympia und Fieber fleißig mit? Oder?
Jetzt dieses Mal nicht so, da war ich im Urlaub, aber dann, man verfolgt das, den Sport immer. Also ich bin eher so der Sportler, der TV-Zuschauer von amerikanischen Sportarten, olympischen Sportarten, und da passiert ständig was Neues, also es ist immer spannend. Wie kamst du denn aufs Schwimmen? Durch meine Körpergröße. Wie groß bist du? Du bist sehr, sehr, sehr... 2,01 Meter. Ja, aber es ist wahnsinnig groß. Da kannst du eigentlich auch Basketballspieler werden. Ja, hätte ich. Oder Eishockeyspieler. Nee, die sind kleiner. Die sind noch kleiner? Ein bisschen kleiner, ja. Ein bisschen bulliger. Ich bin ja ziemlich... Was gefällt dir am besten hier am Oktoberfest? Ja, im Prinzip brauchen wir ja gar nicht mal nach München zu fahren als Frankfurter, ja. Weil hier ist jeden Tag immer eine Riesenstimmung. Und man kommt hier um 6, 7 und schon rockt hier das Zelt. Das ist das halt Schöne, ja. Und dann hat man Spaß, 5, 6 Stunden, und dann ist auch gut. Man kann am nächsten Tag wieder arbeiten. Trinkst du auch fleißig Bier als Sportler? Ja, ist ja gesund. Natürlich in Maßen. In Maßen. In Maßen, genau. In Maßen trinkt er nur. Nur in Maßen. Trinken. Genau, nur in Maßen. Immer nur in Maßen. So, hier, das ist ein Maß, ja. Und dann in Maßen. So. Christus, mal an. Tschüss. Ich muss ja richtig halten, das ist ja nichts. So geht's. Kennt das auch? Warte. Richtig durchgreifen. Oh genau. Gott. Ja, jetzt. Cheers. Cheers. Und jetzt ist ja bald der Sportpresseball. Was ist denn dein Tipp dafür? Für wen denkst du denn, ist dieses Jahr der... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nö. Ich dachte, du hättest vielleicht davon Ahnung oder so. Okay. Ja, dann was schön, dass du bei mir saßt. Ich genau. Ganz, ganz sehr viel Spaß noch. Ja, dir auch. Genieß dein Bier, genieß das Oktoberfest. Und genau. Ja. Und jetzt sehen wir einen super cooler Gast, nämlich Micky Krause. Er war gerade auf der Bühne und es war, die Stimmung war super. Also echt super Show. Sehr, sehr, sehr toll. Mein Job. Wer soll ihn sonst machen? Nein, ich bin echt ein riesen Fan von dir hier. Ja, Gott sei Dank. Ach, du bist das. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wer ist es? Du bist es. Ja, ich bin. Ich muss zugeben, ich bin. Wir müssen auch gleich mal hier ein Refrain von dir ansingen. Zusammen. Bitte was? Wir müssen zusammen was singen. Ja, was möchtest du singen? Schatzi, schenk mir. Ja, singen wir. Okay. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Und jetzt alle. Yeah, sehr cool. Macht dir das noch Spaß? Du bist ja wirklich fast jeden Abend ausgebucht. Nee, überhaupt nicht. Mir geht's eigentlich nur noch ums Geld. Ich will ja auch jetzt relativ schnell in Rente gehen, also eigentlich schon nächste Woche. Ich bin ja auch in so einem Alter, mit Anfang, Mitte 40, sollte man sich langsam auf die Rente vorbereiten. Nein, also wenn es keinen Spaß machen würde, dann könnte ich nicht erfolgreich sein, dann könnte ich auch nicht so die Bude rocken, weil dann würden die Leute merken, ah, der hat keinen Bock mehr, der ist durch, der ist müde. Ich meine, müde bin ich immer mal zwischendurch, weil natürlich jetzt sehr, sehr viel ist. Ich mache, glaube ich, in 4 Wochen 26 Oktoberfeste, nur in Deutschland. Aber ich habe immer noch Bock, ich habe eine gute, neue, geile Single, und das macht dann einfach Spaß, wieder motiviert zu sein und Gas zu geben. Was motiviert es denn? Das ist einfach der Eigenantrieb, immer wieder neue Songs zu schreiben, neue Ideen zu haben und dann zu merken, man braucht eine gewisse Promotion, man braucht eine gewisse Vorbereitung, und wenn das erledigt ist, singt das ganze Zelt den neuen Titel, und das ist meine Motivation. Und ich möchte natürlich auch ganz klar der Beste sein. Das ist auf jeden Fall hier ein gutes Motto. Ich möchte der Beste sein. Das ist richtig gut. Wo holst du denn deine Inspiration für deine Songs oder deine Ideen? Also oft ist es Realsatire. Die Ideen liegen auf der Straße. Man muss die nur aufheben. Oder man muss halt eben auch mal zwischendurch in Holland schauen. Große Stimmungsmusik kommt aus Holland. Schatzi, schenk mir ein Foto, kommt im Original aus Holland. Nur noch Schuhe an, kommt aus Holland. Und mein neuer Titel, Mich hat ein Engel geküsst, kommt auch aus Holland. Also ich wohne auch nahe der holländischen Grenze und höre mal immer rüber, wozu feiern gerade die Holländer, was ist gut. Und ich sag mal, besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Das sind auch wieder. Ne, es ist echt wahnsinnig. Welcher Song kommt, es ist immer ein Ohrwurm und man feiert direkt mit. Das ist eigentlich echt. Also nicht immer, also ich sag mal so, man hat nicht jedes Jahr den Mallorca-Hit, man hat nicht jedes Jahr den Oktoberfest-Hit. Aber ich glaube, ich bin musikalisch sehr gut aufgestellt. Die Leute mögen meine Musik, und das macht mich natürlich glücklich und weiß ich sehr zu schätzen. Du bist ja fast auf allen Oktoberfesten. Welches gefällt dir denn bisher am besten? Also einer meiner Lieblingstitel ist nach wie vor Zeig doch mal die Möpse aus dem Jahr 2000. Warum, weiß ich nicht. Ich habe da wahrscheinlich viele tolle Erinnerungen dran.
Aber natürlich bist du Braun, kriegst du Frauen, ist auch einer meiner Lieblingstitel. Und natürlich jetzt mein neuer Titel, Mich hat ein Engel geküsst. Willst du es mal kurz ansingen? Ja, klar. Mich hat ein Engel geküsst, der mir erschienen ist. Ich hab's zu spät gesehen und konnte mich nicht wehren. Mehr gibt's demnächst. Sehr cool, Wahnsinn. Könnt ihr das direkt auf den Tisch zeigen und mitfeiern? Ja, vor allen Dingen der Zwischenpart ist ganz einfach. Der geht ja la 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 la. Ja la 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 la. Ich sage dir, das wird der Oktoberfest-Hit 2017. Wahnsinn, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und wo geht's jetzt als nächstes für dich hin? Also heute Frankfurt, morgen bin ich in Hamburg, Donnerstag auf Mallorca, Freitag in Gründau, Samstag in Roth, in Magdeburg, in Wernigerode, Sonntag ist frei, Montag Merzig, Dienstag Stuttgart, Mittwoch wieder hier in Frankfurt, Donnerstag Mallorca, Freitag Auftritt, Samstag Auftritt, Sonntag Auftritt, jeden Tag. Okay, da weiß ich Bescheid. Aber ich weiß das momentan auch nur, weil ich lange im Auto gesessen habe und ich habe versucht, den Kalender auswendig zu lernen. Wahnsinn! Aber ich bin dieses Jahr dreimal hier. Sehr schön, dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. War wunderschön, dass du bei mir warst und mir vorgesungen hast. Ich habe mich ganz geehrt gefühlt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche auf deine Show. Freue mich auch. Viel Spaß noch. Das ist der Engel. Ich habe einen Engel gesehen. Nee, geküsst. Oh! Tschüss! Das Frankfurter Oktoberfest auf Rhein-Main-TV wurde Ihnen präsentiert von BMW Euler und Elements von der Erhard KG.